Morgen zusammen. Bin wieder zu Hause. Montagmorgen. Bin gerade hier in Köln in der Flora, Botanischer Garten. Deswegen gibt es heute mal ein bisschen romantische Blumenbüro. Bevor ich euch erzähle, was ich eigentlich erzählen will, zwei kurze Geschichten. Wobei die eine ist ein bisschen länger. Ich bin ja am Samstag zurück. Und ja, ich bin vom Hotel aus zu Fuß gegangen zum Flughafen. Waren irgendwie 14 Kilometer, war okay. Und als ich zu Hause war, habe ich festgestellt, mein Lenker großer Zehennagel. Dunkelblau und unten am Zehennagel eine große blutgefüllte Blase. Ich hoffe, der repariert sich alleine wieder, wenn ich jetzt ein bisschen entspanne. Aber ich denke mal, wenn ich noch ein, zwei Tage weitergelaufen wäre, hätte ich den verloren. Schon wieder. Weil 2016 habe ich ja schon mal verloren. Und dann hat gute 6 Monate gedauert, bis der nachgewachsen ist. Als ich nach Porto gekommen bin, am 30. März, habe ich ja übernachtet im Veracruz Hotel. Direkt im Zentrum. Super Location, um sich die Stadt anzugucken. Und ja, ich hatte ein Doppelzimmer zur Einzelbenutzung. Ich glaube 110 Euro die Nacht, 7 Euro Frühstück. Das ist jetzt nur ein 2-Sterne-Hotel, ne? War jetzt nicht der Brüller, aber war nett. Hat mir gefallen. Und als ich eingecheckt habe, wie gesagt, habe ich mich dann mit dem Mädel an der Reception unterhalten. Ja, was mache ich dann da? Bin ich zum ersten Mal hier? Und ja, Camino und la la la. Und war nett. Was ich an dem Hotel richtig toll fand, der Frühstücksraum bzw. abends die Bar im 9. Stock auf dem Dach mit Dachterrasse. Wenn das Wetter gut ist, kannst du richtig super gut über die Stadt gucken. Ist der Hammer. Als ich dann am 1.4. losgelaufen bin, ne, ausgecheckt, dann ja, Rezeption, noch ein bisschen geschnattert, Buon Camino und tschüss. Und dann habe ich ja ziemlich kurzfristig meinen Camino abgebrochen und Flug gebucht für den 6. Das heißt, am 5. wollte ich in Porto sein. Noch eine Übernachtung, noch ein bisschen rumlaufen, gut essen. Und ja, weil ich das Haus schon kannte, habe ich halt wieder das Veracruz Hotel gebucht. Ne? Aber diesmal dachte ich, so what, ich schlafe da sowieso nur. Hauptsache ich kann duschen und pennen. Deswegen habe ich mir dann ein Budget-Einzelzimmer gebucht. Ein Bett, 99 Euro, ja. Plus 7 Euro Frühstück, ist okay, es reicht. So, als ich dann wieder zurück in Porto war, ich zum Hotel, gehe durch die Tür, lächelt mich schon von Weitem die Frau an der Rezeption an. Sagt sie, willkommen zurück, ich habe schon auf dich gewartet.
Und als ich dann eingecheckt habe, dann meinte sie noch, ja, was machst du hier schon wieder? Ja, ich dachte, du wirst auf dem Camino. Ich sage, ja, war ich, aber ne, paar private Probleme, ich muss wieder nach Hause morgen. Ja, und ja, hat sie mir einen Schlüssel für mein Zimmer gegeben, 605. Und da meinte sie, ja, morgen ist hier ein Event in dem Hotel und die Gäste kommen schon ziemlich früh und deswegen würden sie gerne die Reinigung der Zimmer durchorganisieren. Und das wäre schön, wenn ich nicht bis zum Schluss, bis um 12, sondern vielleicht ein bisschen früher auschecken könnte, damit die das besser managen können. So, dann hat sie mir eine Liste gezeigt, die Leute, wann die auschecken. Und dann waren da Leute, wie gesagt, um 9, um 10.30 Uhr und um 11. Ja, mein Flieger ging irgendwie um 18 Uhr. Dachte ich mir, komm, mach 11. Sagt sie, 11, geht das nicht ein bisschen früher? Ich sage, ja, der hat auch um 11. Sagt sie, ja, okay, machen wir um 11. Danke. Als ich da auf mein Zimmer gekommen bin, ihr erinnert euch, Budget, ein Zimmer, ein Bettzimmer, 99 Euro. Ich mach die Tür auf. War das eine Suite? Zwei Zimmer, vier Betten, Minibar, riesiges Badezimmer, ein Balkon. Wie auch immer, war nett. So, nächsten Morgen 8:30 bin ich zum Frühstück gegangen. Ja, um 9 war ich unten an der Rezeption, habe ich gesagt, pass mal auf, du, Wetter ist ziemlich nice. Wenn ich hier meine Tasche für ein paar Stunden abstellen kann, dann könnte ich auch früher auschecken, dann bin ich in einer halben Stunde unten. Und die hat sich so gefreut, ja, das wäre so super toll, du würdest uns so helfen dabei. Und du kannst deinen Rucksack so lange hier lassen, wie du willst, ich passe da persönlich drauf auf. Sie war so niedlich, die Frau. Ja, habe ich dann auch gemacht. Rucksack abgegeben, um 9:30 Uhr, ausgecheckt. Ja, habe ich mir noch ein bisschen Porto angeguckt. So, dann war ich irgendwie um 1 nachmittags, war ich dann wieder zurück im Hotel, wollte meine Sachen abholen. Wir haben uns noch ein bisschen nett unterhalten und dann so ein bisschen, ne, so gute Reise, komm gut nach Hause, ist nichts mehr, wenn du nach Portugal kommst und du ein Hotel buchen willst, sagst du, dann rufst du mich direkt an und weil du nämlich ja schon unser System bist, dann kriegst du nämlich auch einen Rabatt. Dann brauchst du nicht über booking.com und dann ist alles teuer. Ja, super, sag ich noch. Wenn ich wieder hier bin, machen wir das. So, na, also gute Reise, guten Weg, lalala. Sie ist dann hinten ins Büro verschwunden. Und als ich dann meinen Rucksack aufgeschnallt habe, dauerte er immer eine Weile, kam dann der Mensch hinterm Desk hinter mir hergerannt. Sagte, Moment, ich habe noch hier den Beleg für deine Stornierung, für die Kreditkarte. Ist das was für eine Stornierung? Hatte ja deine Stornierung. Eine Kreditkarte will ich. Ich sag, ja, keine Ahnung, was er von mir wollte. Ich sag, okay. Hab den Billig genommen. Und dann bin ich gegangen. Als ich im Flughafen war, war ich im Café, hab mir den Billig nochmal angeguckt, den er mir gegeben hat. Oh ja. Nicht nur, dass ich ein Budget-Einzelzimmer gebucht habe mit einem Bett und stattdessen eine Suite bekommen habe. Die hat mir tatsächlich die komplette Übernachtung nachträglich storniert. Inklusive Frühstück. Das heißt, ich habe da komplett umsonst übernachtet.
Ist der Hammer, oder? Und das ist das, was ich immer sage. Guten Menschen passieren gute Dinge. Das ist quasi umgekehrtes Karma. Nun zu dem, was ich eigentlich erzählen wollte. Ich bin ja am Samstag nach Hause gekommen, irgendwann gegen Mitternacht. Gestern am Sonntag war ich müde. Ich habe eigentlich nichts gemacht. Aber was ich gemacht habe, ich habe mir meine 6 Videos, die ich hochgeladen habe, nochmal angeschaut. Und mir ist was Interessantes aufgefallen. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, aber als ich das gestern noch mal so angeguckt habe, mir ist es aufgefallen, dass da eine gewisse Entwicklung stattgefunden hat. Na, also wie gesagt, mein erstes Video in Porto, das war noch so deprimierend. Dann ging es weiter über, ja, vielleicht ein bisschen Wut, aber hauptsächlich Enttäuschung. Und nachher zum Schluss war es eigentlich nur noch bedingungslose Liebe. Alter, was ist da passiert mit mir? Deswegen sage ich auch immer, 4 Wochen Camino ist hilfreicher, was ist mit meinen Haaren los, als 4 Jahre Psychotherapie. Das ist aber, wenn du jetzt, was weiß ich, mit deinen Freunden oder meinetwegen auch mit einem Therapeuten sprichst, die reagieren ja immer irgendwie. Ne? Sei es von wegen, das sehe ich anders oder was hältst du davon, wenn du mal das machst oder wenn das nächste Mal sowas passiert, vielleicht solltest du dann mal so reagieren und schreib das doch mal auf, was dich so wütend macht und in der Zwischenzeit schreibe ich dir was auf, damit du dich in der Zwischenzeit besser fühlst. Alter, ich will keine Tabletten haben. Ich will trauern. Ich will den Schmerz fühlen, weil das gehört zur Heilung dazu. Ich will nichts haben, das meine Gefühle unterdrückt. Ich bin froh, dass ich noch welche habe. So, wenn du jetzt aber in die Kamera redest, ne, jetzt nicht für dein Heimkino, sondern für YouTube, dann ist es ja ein. Du kannst das ja nicht mit einem Selbstgespräch vergleichen, weil du hast ja Zuhörer. Manchmal sogar eine Menge. So. Aber diese Zuhörer, die geben dir keine guten Ratschläge. Die haben keine Meinung. Na, haben sie vielleicht hinterher in den Kommentaren, das ist mir im Moment egal. Die unterbrechen dich nicht. Du kannst einfach reden. Das gibt ja kein Therapeut. Erinnert ihr euch noch? Ich glaube, das war am zweiten Tag, wo ich gesagt habe, dass Menschen, die guten Menschen verletzen oder guten Menschen wehtun, dass das schlechte Menschen sind? Und nachher im letzten Video habe ich nur auch gesagt, Menschen, die dir wehtun, verdienen nicht deinen Hass und deinen Ärger. Die verdienen deine bedingungslose Liebe und eine Umarmung? Das ist schon eine ziemliche Veränderung, oder? Das ist ja gerade bei mir, gerade wenn ich Videos mache, na, wenn ich auf den Knopf drücke, ich habe ja keine Ahnung, was ich sagen will. Das entwickelt sich im Laufe des Gesprächs, sage ich mal. Und ja, ich habe halt
nachdem ich so meine ganzen Videos, die 6 Videos, reviewed habe, da habe ich dann gemerkt, wie da mein Mindset sich verändert hat. Zum Positiven. Das ist, nach wie vor bringe ich jedem bedingungslose Liebe gegenüber. Na, aber gerade so, wenn es um die Leute geht, die mir wehgetan haben damals oder die mich verletzt haben oder die mich heute noch verletzen. Das ist jetzt nicht nur Liebe, das ist auch Mitgefühl, Mitleid. Weil ich spüre quasi deren innere Traurigkeit. Und das tut mir leid für sie. Und ich würde sie gerne in den Arm nehmen. Oh Gott, ich weiß nicht, wenn ich mir zuhören müsste. Wie auch immer. Aber ja, sie tut mir leid. Weil wie gesagt, ein glücklicher Mensch verletzt keine anderen Menschen. Das war schon eine ziemlich heftige Veränderung von deprimiert bis zu bedingungsloser Liebe und Mitgefühl. Und ich sage auch eins, das fühlt sich so beschissen gut an. Das ist Hammer. Solltet ihr mal ausprobieren. Ja, ich denke mal, ich bin auf einem verdammt guten Weg. Und ich fühle mich super gut. Super positiv. Und wenn du mich jetzt in diesem Moment so fragen würdest, ich fühle keinerlei Negativität von irgendeiner Art in mir drin. Und das ist mal richtig gut. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ja, wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Wie auch immer. Nächstes Mal mache ich mal so ein bisschen Reaction-Video zu euren Kommentaren. Hab da noch nicht reingeguckt. Wie gesagt, gestern habe ich mich entspannt. Heute bin ich ein bisschen in der Sonne. Bin schon ganz aufgeregt, was der eine oder andere da abgelassen hat. Wir werden sehen. Bis dahin, bleibt sauber, bleibt gesund. Was immer ihr tut, Buon Camino.